Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Betrugsopfer übergibt fünfstelligen Eurobetrag. Die Zahl der Telefonbetrügereien nimmt zu. Insbesondere die perfide Masche der Schockanrufe hat in letzter Zeit viele Opfer gefunden. Vor kurzem hat ein Mann aus Böblingen auf diese Weise einen hohen fünfstelligen Geldbetrag verloren. Die Serie an Betrügereien, bei denen meist ältere Menschen per Telefon oder WhatsApp-Nachrichten verunsichert werden, reißt nicht ab. Noch im Februar wurde ein Senior aus Böblingen Opfer eines Schockanrufs, einer der häufigsten und perfidesten Maschen zurzeit. Wie die Polizei berichtet, bearbeiteten in einem etwa zweistündigen Telefonat insgesamt drei verschiedene Personen den besagten Mann aus Böblingen. Sie redeten dem Senior ein, dass seine Enkeltochter am Telefon sei und sie an einem schlimmen Unfall beteiligt gewesen sei. Deshalb wurde nun eine Kaution benötigt, damit die Enkelin nicht ins Gefängnis kommen muss. Im weiteren Gespräch übernahmen eine angebliche Ermittlerin sowie ein vermeintlicher Bankmitarbeiter das Telefonat, die dem Mann wiederum vorgaukelten, dass die Kaution über seine Versicherung wieder auf sein Konto transferiert worden sei. Letztendlich übergab das Opfer mehrere tausend Euro an eine Person, die das Bargeld in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen abholte. Die Anrufe sind extrem gut inszeniert. Erst in der vorherigen Woche war ein 87-Jähriger aus einer anderen Stadt mit der gleichen Masche übers Ohr gehauen worden. Auch hier ließen die Betrüger den Mann glauben, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und er nun eine Kaution leisten müsse. In Stuttgart kam es zur Übergabe. Noch am gleichen Tag war ein 64-Jähriger, auch aus der Region Stuttgart, Opfer des sogenannten Enkeltricks 2.0 geworden. Er bekam betrügerische WhatsApp-Nachrichten, dass seine Tochter in finanziellen Schwierigkeiten stecken würde, woraufhin der Mann mehrere tausend Euro auf ein ihm unbekanntes Bankkonto überwiesen hat. Zum Glück scheitern die Täter meistens, weil die Angerufenen rechtzeitig den Betrug bemerken. Aber dennoch fallen immer wieder Menschen auf die Masche herein, weil die Anrufe extrem gut inszeniert sind. Oft sei die angebliche Tochter kurzzeitig selbst am Telefon, weinend und um Hilfe flehend. Die Anrufer würden die Betrugsopfer durch eine geschickte Gesprächsführung in eine emotionale, prekäre Situation bringen, die offenbar keinen vernünftigen Gedanken mehr zulässt. Nach wie vor gilt aber, wenn wirklich ein schwerer Unfall passiert, würde nie jemand anrufen und eine Kaution fordern. Das gibt es einfach nicht. Man sollte sich am Telefon auf nichts einlassen und schnell auflegen. Sollte der Angerufene stark verunsichert sein, hilft häufig der direkte Anruf bei den angeblich betroffenen Familienmitgliedern. Somit sollte sich der Vorfall recht rasch aufklären lassen. Im Zweifelsfall kann man natürlich auch bei der örtlichen Polizeidienststelle nachfragen. Hauptsache, die Betrüger haben keinen Erfolg. Ebenfalls um mehrere tausend Euro betrogen wurde vor kurzem ein 70-Jähriger aus Weil im Schönbuch. Wenn auch mit einer anderen Telefonmasche. Bei ihm rief ein angeblicher Bankmitarbeiter an. Er machte dem Mann durch seine geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass seine Transaktionen auf ein Bankkonto überprüft werden müsse und brachte ihn dazu, eine Software auf seinem Computer zu installieren.
Der 70-Jährige folgte den weiteren Anweisungen des Anrufers und übermittelte diesem eine generierte TAN. Also bei Anydesk eben diese neunstellige Nummer zum Beispiel, die wir hier aus den anderen Betrugsanrufen kennen. Bei einer Überprüfung seines Kontos am Folgetag stellte er fest, dass eine unbefugte Überweisung auf ein fremdes Konto in Höhe einer fünfstelligen Summe getätigt wurde. Wie verhalte ich mich in so einer Situation richtig? In einer solchen Situation solltest du niemals auf die Anrufer eingehen und schnell auflegen, wenn du verunsichert bist. Wenn du zum Beispiel denkst, dass ein Familienmitglied wirklich in Schwierigkeiten stecken könnte, kannst du direkt bei diesem anrufen und nachfragen. Im Zweifelsfall kann man sich auch an die örtliche Polizeidienststelle wenden, um sicherzustellen, dass die Betrüger keinen Erfolg haben. Oder du kannst auch ganz einfach nachfragen, ob hier zum Beispiel ein solcher Unfall wirklich gemeldet wurde. Es ist schon wirklich Wahnsinn und perfide, was es für verschiedene Maschen gibt. Grundsätzlich sollte man immer achtsam sein. Und grundsätzlich kann man auch nicht jeden Menschen verurteilen, wenn er in so eine Falle tappt. Denn es gibt nicht nur diese platten Betrugsversuche, wie wir sie hier am Telefon hören. Es gibt auch ganz andere Betrugsversuche, die ich, warum auch immer, jetzt hier auf dieser Leitung so nicht bekomme. Sicherlich gehen die Betrüger oftmals so vor, dass sie im Telefonbuch nach älteren Namen suchen, um eben auch ältere Menschen in ihre Falle zu locken. Das ist, denke ich mal, so der Hauptweg, den die Betrüger gehen. Sie gucken einfach im Telefonbuch, ob sie irgendeinen Werner Meier oder einen Hans Müller finden oder eine Erika Waltraud, irgendwie sowas. Ältere Namen auf jeden Fall. Und damit ist das natürlich schon, ja, also man hört am Namen raus, ob die Person eventuell aus einem älteren Jahrgang kommen könnte. Dementsprechend ist die ja, Vermutung sehr nah, dass die Person eben auch Kinder oder Enkelkinder hat. Und hier baut sich dann diese Geschichte auf. Wie zum Beispiel eben dieser Enkeltrick 2.0 am Telefon, dass die Enkelin oder der Enkel, man kann ja einfach sagen, das Enkelkind und schon, naja, dann fragt man ja oftmals vielleicht schon nach. Ne? Dass also wenn ihr jetzt gefragt werdet, eure Enkeltochter ist in einem Unfall, dann könntet ihr vielleicht aus diesem Schock heraus sogar den Namen des Enkelkinds sagen. Oder schon alleine an eurer Sprechweise andeuten, ob es eine männliche oder weibliche Enkelperson ist. Und darauf erfahren die Betrüger natürlich dann ab. So baut sich eben dieser komplette Betrug auf. Und ihr spielt dann dort versehentlich mit. Es gibt natürlich auch die Betrugsmaschen, wie wir sie hier immer wieder auf dem Kanal hören. Plump, dämlich und vom Finanzmarkt. Wo man sich immer wieder fragt, wer fällt auf sowas herein. Aber es geht eben auch tatsächlich viel, viel perfider und professioneller. Nicht nur Ausländer betrügen uns Deutsche. Es gibt leider auch viele Deutsche, die uns am Telefon verarschen. Man braucht nur die kriminelle Energie dazu. Wichtig ist, dass ihr definitiv verinnerlicht, dass ihr bei solchen Schockanrufen erstmal gar nicht reagiert, sondern euch das Ganze vielleicht anhört. Denn es kann natürlich immer auch sein, dass wirklich irgendein Unfall gemeldet wird. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass man Geld von euch möchte, wenn jemand aus eurer Familie an einem schweren Unfall beteiligt war. Denn hier geht's ja wohl erstmal um das Wohl des Familienmitgliedes und nicht um Geld. Das sollte man sich definitiv verinnerlichen und das sollte man definitiv auch in die Familie hinaustragen. An die älteren Familienmitglieder sollte man definitiv das immer und immer und immer wieder wiederholen, dass wenn mal so ein Telefonat zustande kommt, dass man hier am besten direkt auflegt und dass man dann innerhalb der Familie erstmal rumtelefoniert und fragt, ob das so stimmt. Bei der betroffenen Person vielleicht anrufen, die hier vorgegaukelt wurde. Also wenn es das Enkelkind oder das Kind ist, dann dort direkt als erstes anrufen und nachfragen, ob das stimmt. Meldet sich die Person nicht, dann eben im weiteren Familienkreis nachfragen. Also bei den Personen, die mit dem Familienmitglied im engeren Kontakt stehen. Zum Beispiel bei den Ehepartnern oder Partnern, Freunden. Man sollte definitiv erstmal selbst recherchieren und schauen, ob da irgendetwas Wahres dran ist, bevor man hier die Kreditkarte oder die Bankkarte zückt.
Und grundsätzlich gilt immer, lasst niemand Fremden auf euren PC. Denn dort hat niemand Fremdes etwas zu suchen. Außer ihr habt einen Grund dafür und wolltet das, dass euch jemand dabei hilft. Das ist eine völlig andere Situation, als dass euch irgendein Bankberater oder wer auch immer fragt, dass man da auf den Computer Zugriff erhält. Aus dem Nichts heraus. Das sollte man grundsätzlich immer verneinen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nie immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.